Die werden wir doch bestimmt noch los. Letzte Blüte. Na, ihr kleinen Schweinchen, ihr habt aber ordentlich Puh gemacht, ne? Ob das immer die sind, die das auch verursacht haben, das Puh? Und ihr könnt ja auch gleich die letzte Münze verkaufen. Sehr schön. Gut, unser Häuschen. Wir haben's. Hier ist noch was. Ich höre noch ein Puhhäufchen. Ich höre noch ein Puhhäufchen. Nee, okay. Egal. Wir wollen in unser Häuschen. Wir haben auch 9 Oinks übrig. Aber ich glaube, mit 9 Oinks können wir nichts werden. Oh, Gott sei Dank. So, pass auf. Wir stellen uns hin, eine Science Machine. Schön wäre es hier irgendwie. Ah, toll. Ich habe nicht so viel Entfaltungsmöglichkeiten. Dann frage ich mich echt gerade, ob wir hier draußen ein Feld hinstellen können. Oh, warte. Nee, hier muss ich erst freischalten. Ein Feld. Das können wir trotzdem draußen bauen. Jetzt habe ich natürlich das Dings. Ah, das ist doch doof. Ja, können wir, aber ich glaube nicht viel. Eine einzige. Oh, wow, das ist ja echt der Wahnsinn. Und, wir können noch Bäume planten. Warte. Tut euren Job. Beschützt mich, ich bin Bürger dieser Stadt. Oh, Puh. Oh, Puh haben wir. Warum sind die hinter uns her? Also, Puh haben wir ohne Ende, ne? Oh, das brennt doch. Okay, eine Fledermaus haben sie erledigt. Und die zweite auch gleich. Die dritte meine ich, nicht die zweite. Okay, erledigt. Puh, okay, ich wollte eigentlich gerade noch mal eben planten, damit ich hier auch Bäume ernten kann. Planten? Komm, bevor es gleich ganz... Oh, bevor es gleich dunkel wird. Ja, du hast Hunger, dann gehen wir rein, komm. So. Das Schöne ist, dass wir hier im Dunkeln auch Licht haben. Das ist so großartig. Okay, dann bastle ich mir mal ein Fire Pit. Haben wir das hier? Ja, ich mach das mal dahin. So. So, damit ist der Lotus weg. Alles klar. Dann können wir die restlichen Seedpots auch mal eben... Seedpots. Oh, nicht Seedpots. Auch mal eben kochen und essen. So, was können wir denn hier Schönes machen? Das will ich jetzt nochmal wissen. Wir können anderen Boden einlegen. Der kostet, je nachdem, was wir haben wollen. Ja, Boden finde ich eher unwichtig. Können wir irgendwas Wichtiges noch? Eine Lampe? Chandelier, okay. Was ist das? Das ist das Äußere, ne? Kostet uns 10 Münzen. Was ist das? Das sind Teppiche. Also Lampen finde ich schon ganz cool. Fringe. Stained Glass. Das ist so eine Tiffany-Lampe oder sowas, ne? Downbridge Lamp. Dual Embroidered Lamp.
Keramik, Glas, Dual Fins. Ich hätte auch ganz gerne für draußen, ne? Gothic Lamp, Orb Lamp, Bell Shade Crystals, Upturn, Deckenstrahler. Ich hätte auch ganz gerne für draußen. Gut, Licht ist jetzt endlich eher aber zweitrangig, ne? Können wir in so ein Crate Table auch was reinmachen? Ich kauf mal einen. Ich kauf mal einen und stelle ihn. Warte, rotate. Wie rotatet der denn? Ach so. Links, rechts. Alles klar. Kann ich da was reinmachen? Nee, das ist tatsächlich. Es ist tatsächlich nur. Ah, na gut, okay. Keine Zeit zum Rumeideln. Ich kann auch die Sachen hier bestimmt liegen lassen, ne? Dem passiert doch nichts. Dann lasse ich die Sachen hier einfach mal liegen. So, auch das Gold. Ich würde auch das Geld hier gerne liegen lassen, aber... Gut. Und raus. Wir müssen weitermachen. Wir brauchen Essen. Wir bräuchten, ja, eine Quelle von Essen... Ist schwierig. Aha. Wir könnten uns natürlich für 10 Oinks könnten wir uns einen Bodyguard. Aber erstmal wird er nicht ewig bei uns bleiben, denke ich mir mal. Keine Ahnung, wofür man das braucht. Wir finden es noch raus. Die Frage ist, was bräuchten wir denn noch? Mal ein bisschen Holz farmen auf jeden Fall. Ich möchte auch gar nicht mit so viel Geld in der Tasche rumrennen. Weil wir haben ja gesehen, wie schnell wir überfallen werden. Ne? Das ist mega ätzend. So, wir brauchen definitiv Holz. Dann wäre nämlich auch eine Kiste ganz toll, dass wir die Sachen da nicht so rumliegen lassen müssen. Aber jetzt ist es zweitrangig. Wir haben ja eine Möglichkeit, das irgendwo zu lassen. So, da oben war... Hier muss doch noch irgendwas sein, oder? Wenn ich das richtig sehe, über uns. Rennen wir mal straight nach oben, insofern das denn geht. Das war der Ballon. Hier ist ein Hulk. Den hatten wir schon freigekloppt, ne? Nee. Okay. Essen muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Bloß das wird uns auch irgendwann ausgehen. Ich habe mir noch nicht aufgefallen, dass sie irgendwann mal nachspawnen. Und Puh haben wir ohne Ende. Vielleicht sollten wir doch Felder anlegen. Aber da muss ich ein Dings bauen. Ein Blitzableiter. Dass wenn es regnet, dass bei uns nicht... Es hat keiner gesagt, dass ich den Boden nicht austauschen darf. Es ist vielleicht ein bisschen revolutionär. Man könnte das Stadtbild etwas ändern, aber wir müssen ja auch ein bisschen für uns vorsorgen. Kohle, ja. Für den Crockpot, definitiv. Und dafür brauche ich auch Holz. So, genau. Das waren die Korkbäume hier. Und das waren... die größeren, die lohnen sich eher. Oh nein. So. Jetzt hat er das Ei aufgegessen. So, 14. Kriege ich hier noch ein bisschen Eisen zusammen? Was haben die denn nochmal gegeben? Was war das nochmal? Verdammt. Ja, oh, die Zeit zu wegschmeißen. Ich droppe das nochmal. Ein Tuber. Das heißt aber auch, dass ich kein Eisen mitnehmen kann. Das ist so dämlich.
Spannung. Oh. Ein Bumerang. Oh, Bumerang ist gut. Ist richtig gut. Okay, ich muss, glaube ich, zurück. Ich würde aber ganz gerne noch eben mal gucken, was wir hier noch haben. Aber hier ist sowieso Ende Gelände, alles klar. Warte. Eisen und den Bumerang wieder mitnehmen, danke. Und jetzt rennen wir zurück, weil dann schaffe ich es vielleicht gerade noch rechtzeitig, zurückzukommen, bevor es ganz dunkel wird. Oh oh. Wahrscheinlich eher nicht. Das war nicht klug. Uiuiuiui. Ach, verdammt. Nee, das schaffe ich nicht. Da müssen wir... Oh Gott, ja, das ist eigentlich... Oh. Ich renne hier nach unten, 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 ich renne hier nach unten. Okay, die machen ja auch Licht, ne? Jetzt straight nach unten. Straight nach unten. Und nicht versehentlich gleich den Bumerang vom Rennen. Da kommen die Käfer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, alles klar. Wir haben es gerade noch geschafft. Sehr gut. Ach, Vollmond. Na dann. Das gewusst. Essen wir mal eben was. Dann hätten wir auch weitermachen können. Was brauche ich denn für den Crockpot? 6 Kohle und... Ach, Stone. Da fällt ganz viel Stein. Und die Pitchfork brauche ich jetzt natürlich, ne? Weil ich dann noch Boden mitnehmen muss. Pass auf, welchen Boden nehmen wir denn mit? Den hier? Wo ist denn der sattgrüne Boden? Den hätte ich, glaube ich, ganz gerne. Och, ja. Danke auch. Danke auch, danke auch. Okay, wir dingen den hier. Und da verließ sie der Platz. Okay, nützt ja nichts. Warte mal. Hammer. Okay, den haben wir, glaube ich, schon abgeklopft. Alles klar, okay. Wir haben jetzt erstmal ein bisschen Boden. Den Hammer können wir aber nicht hier irgendwas machen, ne? Nee, natürlich nicht. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal ausprobiert. Okay, wir sind wirklich ein bisschen protected, ne? Ist das Eis? Das ist Eis. Das ist Eis. Eis? Das ist aus wie eine Qualle. Das ist Eis? Das ist merkwürdig und irgendwie wird es nicht angezeigt. So, das Problem ist jetzt Stein. Wo kriegen wir die ganzen Sachen her? Wir müssen uns jetzt etwas anderes einfallen lassen hier. So, ich kaufe den erstmal nochmal was, dann können wir uns was für 10 Münzen oder so kaufen. Zur Not kann ich mir dann auch was zu essen. Kaufen. Sehr gut, aber erstmal möchte ich die Blüten loswerden.
Da ist noch Puh. Na, das passt ja. So. Dann haben wir die Blüten auch verkauft hier. Oh, wow. Okay. Nice. Ich hoffe, es meckert keiner, wenn ich den Boden austausche. Gewitter. Na, großartig. Wenn der jetzt hier einsteigt, der Blitz, ne? Ich muss dringend einen Blitzableiter aufstellen. Ganz, ganz dringend. Bevor es hier einschlägt. Zwei, drei. Und zack. Seeds habe ich jetzt gar nicht. Ich muss mir ein Dings craften. Ein Blitzableiter. Damit ich wenigstens einigermaßen sicher bin. Vier Gold und einmal Cutstone. Oh Gott, ich weiß nicht, was schlimmer ist gerade. Hm. Ich weiß echt nicht, was da gerade schlimmer ist. Wir könnten uns... Warum nicht? Gothic Home Kit, Brick Home Kit, Turretted Home Kit, Villa, Manor. Sieht natürlich cool aus, aber ganz ehrlich, das sind nur Äußerlichkeiten. Aber hier kann ich nichts reinpacken, ne? Cinderblock Bookshelf, das ist so das, was wir da schon haben. Basic. Ja. Hutch Shelf. Mein Magen, ne? Knurrt immer noch. Großartig. Fridge. Ist der funktionabel? Nein, das sind tatsächlich nur... Oh. Okay. Die sind nur zum Verschönern. Alles klar. Und ich kann immer noch kein Lightning Rod machen, ne? Es ist... Kann ich sonst irgendwas machen mit den Sachen, die ich hier habe? Irgendwas basteln. Außer einer Haywall. Boards kann ich basteln. Na, wir lernen die einfach mal. Chests brauche ich drei Stück. Eins, zehn. Dafür brauche ich vier. Kann ich nicht. Ich habe aber auch keine Seeds, also egal was. Na, es ist Bucket of Poo, Crockpot, Icebox. Ja, ich muss nicht, wenn, dann müsste ich eine echte Icebox basteln. Engine to build a prototype waters plants. Alles klar. Wieso wässert es Pflanzen? Muss man jetzt Pflanzen auch noch wässern? Oh Mann. Das ist ja die Hölle. Blub. Den Hammer. Da brauche ich auch Steine für. Egal was ich tue, ich brauche Steine. Ich mache mir jetzt einmal die Shears. Weil das einfacher ist. Den Kram lege ich jetzt einfach wieder hierher. Das auch. Den nehme ich mit. Das Pool lasse ich hier liegen. Die Bretter lasse ich hier liegen. Das lasse ich hier liegen. Das könnten wir eben nochmal einpflanzen, wobei das eigentlich zweitrangig ist. Übles Wetter. Die Shards kann ich ja auch empacken. Wir brauchen Platz. Das Eisen. Es ist Vollmond, das heißt, ich kann rausgehen. Eben noch was zu essen. Ich mach mal eben die beiden Seeds hier noch. Aber es regnet, ne?
Wir brauchen Essen und was? Steine. Steine, Steine. Aber hier waren, sind so gut wie keine Steine mehr. Ich weiß nicht, wie man da rankommen soll. Okay, vielleicht sollten wir uns tatsächlich aufmachen in die Höhlen. Mit genügend Fackeln. Dann wäre ein Logsuit gut. Für einen Logsuit brauche ich 2 Ropes. Kriege ich, glaube ich, nicht mehr hin, ne? Doch, gerade so. Ich brauche einen Logsuit. Ein Spear habe ich schon. Die Kohle kann auch hier bleiben. Ich muss echt alles, was ich nicht wirklich brauche, hier lassen. Ich möchte aber das nicht hier lassen, ne? Also die bleibt schön hier. Jetzt ist es eh wieder hell geworden. Und es regnet immer noch. Oh Gott. Wie machen die das, dass denen das nicht aufs Gemüt schlägt? Warum schlägt es uns aufs Gemüt und denen nicht? Okay, ich brauche... vielleicht brauchen wir die sogar mal eben auf hier. Die Kohle hätte ich eigentlich mitnehmen müssen. Egal. Wir machen das schon irgendwie. Wir arbeiten dran. Ich gehe jetzt mal eben hier durch und sammle Material so viel wie ich kann, bis die Schere aufgebraucht ist. Dafür gebe ich die 2 Eisen gerne mal her, wenn wir dafür ganz viel Fackeln machen können und dann mal eben da reingehen können. Und dann müssen wir zur Not mal eben kämpfen. Wenn da Schlangen sind, naja, Schlangen eher ungern, weil die auch noch giftig sind. Aber wenn da jetzt, der Skorpion war nicht giftig, ne? Eigentlich sind sie giftig, aber egal. So, 25, dafür haben wir ordentlich, wow. 20, 15, 10, 5. Ordentlich, sehr gut. Okay, dann war hier unten, war glaube ich gleich einer. Das war eine normale Höhle. Wir gehen glaube ich hier rein. Warte, warte, warte. Was soll's? Ich brauche Stein. Und was zu essen sollte ich auch mitnehmen. 2 Spargel ist gut. Ja, ich verhungere gleich. Oh oh. Okay, der schläft. Oh Gott, jetzt im Ernst. Okay, wir müssen eben nochmal wieder zurück was essen. 11. Ich verhungere. Ich brauche da gar nicht reinzugehen, wenn ich verhungere. Oh, damn it. Selbst das reicht normalerweise nicht aus, aber ich habe jetzt nichts anderes. Ich komme da sonst nie weiter. Wir schauen da mal rein. Das ja mal irgendwie Vorteil bringen, oder? Okay, Fackeln. Los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und rein. Okay, ich mache das erstmal mit Fackeln. Okay, es ist doof, wenn man was bekämpfen soll, was man nicht sieht. Shit. Okay, pass auf. Fackeln haben wir. Jetzt habe ich die Pitchfork mitgenommen, im Ernst.
Okay, was soll's. Ja, das geht nicht. Das ist nämlich genau mein Problem. Ich kann nicht kämpfen, wenn ich, tja. Aua! Ich kann hier kein Feuer hinsetzen. Ich kann hier nirgends... Aua! Oh, shit! Skorpione. Leid auch nicht besser. Aua! Oh, das war's. Alles klar. Die sind kreuz und quer. Okay, gut. Ich mache jetzt erstmal eine Pause und dann sehen wir uns beim nächsten Versuch wieder. Dann sage ich entweder bis gleich oder ja, jetzt reicht's. Dankeschön. Oder vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe, wünscht euch das hier.